Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Gibt einen Autovlog, aber ja, ich habe wieder so einen Paketzettel da, muss was von der Post abholen, weil irgendwas mit Zoll komme ist. Jetzt gerade muss ich einpacken. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, doch, eins brauche ich noch. Also meinen Autoschlüssel, den habe ich in meinem Arbeitskittel drin. Hoffe ich mal. Ne, habe ich rausgeholt, habe ich im Hosensack. Das heißt, kann eigentlich losmarschieren. Siebock. Und dann können wir gleich gucken, mein Auto ist nämlich schon wieder mal tiefer gelegt und schmutzig ist es, so richtig schmutzig, obwohl ich es eigentlich erst gewaschen habe. Echt der Hammer. Aber wir haben doch den komischen Sahara-Sandsturmkette oder was auch immer das war. Oh, Paketzettel wegfliege. Sonst kriege ich mein Paket. So, jetzt müssen wir erstmal mein Auto wieder hochpumpen. Dann können wir mal wieder zugucken, wie es hochgeht. Das ist ja jetzt das erste Mal. Ja, es kommt schon. Jetzt hat der Kompressor kurze Pause gemacht, jetzt geht es weiter. Schon enorm. Da ist irgendwo da unten drinnen, was jetzt nicht, ob man das sieht. Irgendwo da, ne? Müsste ein Luftfederbalg sein. Welcher? Welcher schon wieder mal kaputt gegangen ist. Ich glaube, das haben wir im vorigen Video eh schon mal erzählt. Der war schon mal kaputt. Habe ich reparieren lassen. Und dann war halt bloß der Ball kaputt, sondern da war, jetzt mache ich erstmal Musik aus, dann war sogar die links und rechts der Ball kaputt und Dingsbums ist dann, der Kompressor ist dann auch irgendwann kaputt gegangen, weil das zu lang rausgeschoben haben. Der hat dann irgendwann schon die Luft beim Fahrer verloren. Und so lange darf ich jetzt diesmal nicht warten. Jetzt muss ich bloß noch geschwind gucken, ob ich auch welche Postfiliale das ja eigentlich überhaupt muss. Ja. Oh, mit jetzt habe ich kein Handy dabei. Jetzt muss ich doch noch mal kurz ins Haus reinspringen. Scheiß Corona-Regler, die regelt mir echt auf. Da kannst du ohne Handy das Haus nicht mehr verlassen. So, ich lasse ich jetzt aber schnell im Auto warten. Bin ja gleich wieder da. Höre donnert mir trotzdem. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich zugleich Reichweite-Test mal von meinem Mikrofon. Post auch noch gleich mit. Aktuell stand ich noch vor der Haustür.
Apple ID-Überprüfung. So. Mein iPhone will meine ID überprüfen. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Diesel 114. Ja, der Diesel ist schon mal wieder etwas günstiger geworden. Der war schon auf 1,33. Jetzt ist schon wieder auf 1,14. Aktuell runter. Laut meiner App. Aber mein Tank ist noch halb voll. Restreichweite 471 Kilometer. Ich lebe in der Hoffnung, dass der Sprit noch günstiger wird. Also ich versuche es jetzt noch mal rauszuziehen mit dem Tankerganger. Wobei da auch wieder, wobei zu den Spritpreisen im Internet was gesehen haben. Weil uns wird ja eigentlich mehr oder weniger weiß gemacht, dass das was mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat oder mit Russland, dass das Öl so teuer ist und somit der Sprit ist aber scheinbar gar nicht so, sondern das sind irgendwie Spekulanten an der Börse. Die rechnen damit, dass es eventuell teurer wird und haben dann gleich von vorne weg die Preise erhöht, um Profit draus zu schlagen. Das ist schon der Hammer. Wenn man 2,33 € war vor kurzem der Diesel und die haben noch vor 2 Jahren, war es glaube ich, da war ich noch beim Tanken von 99 Cent. Gut, da war tatsächlich auch ein Tiefpreis mal erreicht. Aber lang war es auf jeden Fall zwischen 1 € und 1,10 €. Jetzt war vier Monate waren wir noch bei 1,40 €. Plus minus, da ist es irgendwann hochgegangen auf 1,60 €, dann 1,64 €. Da war ich dann das letzte Mal noch beim Tanker. Da war mein Tank nicht leer, aber da hat gerade der Krieg angefangen und da denkt ja. Das wirkt sich bestimmt auf den Spritpreis aus. Ich tanke vorsichtshalber mal noch voll. Dann war es immer Samstag, da habe ich 1,64 € tankt. Am nächsten Tag war es dann schon 1,69 € und dann ist es schlagartig hochgegangen bis auf. Weil da ist ein McLaren. Okay. Das erste Mal, dass ich einen McLaren live sehe. Das sieht gerade schlecht aus, das Auto. Ja, dann ist schlagartig aufgegangen. Jeden Tag zwischen 5 und 10 Cent. Dumm, 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 dumm. Also ich gucke da immer an einer Tankstelle, die ist außerhalb auf dem Dorf, die ist auf dem Weg zur Arbeit. Das ist auch die, wo ich meistens dann zum Tank gegangen. Da ist dann jeden Tag Sprit hochgegangen bis 2,33 €. Den hat er dann echt lang gehalten. Jetzt am Freitag, also gestern, wo ich zum Schaffen gefahren bin, war es glaube ich 2,22 € oder 2,24 €, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon heftig.
Da kannst du nicht mehr ins Auto reinhocken und sagen, ja, ich fahr mal mehr oder weniger spazieren, ich fahr mal in den Vape-Shop zum gucken, was es Neues gibt, oder ich geh mal zum Mediamarkt oder keine Ahnung, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Aktuell könntest du dich dann eigentlich fast bloß noch online irgendwie informieren, aber wenn man dann online was bestellt, die Versandkosten, denke ich, die werden auch demnächst hochgegangen. Weil zum Transportieren braucht man genauso Kraftstoff. So, die letzte Meile, das ist jetzt eigentlich meistens elektrisch, mit den komischen Elektroautos, was Post jetzt hat. Ja. Ja, also gut. Oh, ich glaube, ich kann halt mal direkt vor der Post parken. Den Fall, den habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. So. Ohne Moos nichts los. Jetzt muss ich da Geld mitnehmen. Also, bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Die Post war da. Kommt jetzt demnächst wieder auf meinem Kanal, aber ich weiß diesmal jetzt echt nicht, was drin ist. Also der steht halt echt nicht irgendwo drauf. Wichtige Information für den Kunden. Ja, das ist auch der Hammer. Da sind 2 Euro Zoll drauf. Und dann kommt noch 6 Euro Auslagenpauschale dazu. Jetzt habe ich 8 Euro gezahlt. Auslagenpauschale, das heißt, die Post hat 2 Euro vorgestreckt und verlangt jetzt theoretisch 6 Euro Zinsen dafür. Hey, das ist schon heftig. Echt heftig. Naja, das Gute ist auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder irgendwas, wo ich ein Video drüber machen kann. Mein letztes Video, wo ich gemacht habe, war ja der hier, der Steam Cave Classic MTL RTA. Und ich finde den echt richtig, richtig gut. Vor allem in Kombination mit dem Puls 20 Mime Liquid. Der schmeckt hier drin so extrem frisch. Wie es bis jetzt noch in keinem anderen MTL-Verdampfer irgendwie so extrem frisch empfunden haben. Ich habe das auch im Kryphus MTL jetzt neu gemacht, weil ich einfach mal das Ganze vergleichen wollte, aber im Kryphus MTL, da schmeckt das irgendwie das Liquid anders und da habe ich auch so einen Druck dann nachher im Hals, also ein Flash im Prinzip. Obwohl das nur mit 3 Milligramm ist, dass das eigentlich schon ja, eigentlich sehr unangenehm ist. Also Puls 20 Mime Aromaweiser Classic MTL RTA, das ist eine
coole Kombination. Da muss ich mir bloß noch irgendwas überlegen mit so einem kleinen Akkuträger, weil ja, der hat halt nicht so viel Stromreserve, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wobei man eigentlich sagen kann, eure Tankfüllung, eure Akkuladung haut in etwa hin. So gut, wie mir das aber aktuell schmeckt und dass ich das extrem häufig nutze, reicht mir das auf jeden Fall kein Tag. Vor allem MTL mit 20 Watt finde ich schon fast heftig, aber da kommt der Geschmack so intensiv rüber. Ja, und was da drin ist, das weiß ich. Ich vermute mal fast nochmal irgendwas von Steam Cave. Also Steam Cave, das ist also eine von den wenigen Firmen, wo er eigentlich noch was zuschickt. Lange habe ich von Steam Cave nichts gekriegt. Und von Steam Cave, also das ist echt eine Firma, wo ich auch echt überzeugt bin, weil die haben einfach Produkte, die sind alltagstauglich, sage ich jetzt einfach mal. Den Aromaweiser, Aroma-Eimer, den haben ja echt extrem lang genutzt. Und die haben das auch echt inzwischen richtig gut gemacht, so richtig modular mit Coil, mit Dual Coil, mit Mesh, mit Postless Deck, mit Velocity Deck. Die haben so, dass jeder im Prinzip das halt sich so zusammenbasteln kann, wie er selber möchte. Der Ragnar, den fand ich vom Geschmack auch nochmal eine Stufe besser und eigentlich auch noch alltagstauglicher, aber da haben wir eher das Problem, dass die Auswahl von passenden Akkuträgern ist da nicht ganz so toll. So, und jetzt kann ich meine Freunde bei Greb suchen. Das mache ich aber ohne ich. Ah, dann hören wir uns vielleicht nachher nochmal, oder beziehungsweise das reicht jetzt eigentlich auch mit dem Video. Guck da, die Kamera, die stellt die Belichtung schon wieder richtig ein. Ich kann jetzt mal eins probieren. Aber wenn ich danach komme, wenn ich Fokus fällt, das habe ich schon mit dem. Jetzt habe ich das Fokusfeld auf. Das Fokusfeld war vorher auf Mitte, das heißt, er hätte eigentlich das immer von der Belichtung her so angleichen müssen, dass das dann nachher richtig belichtet ist. Aber er hat er gemacht. Also, das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht kommt nachher noch mal eins beim Autofahrer, ansonsten auf dem JD Vapes Kanal kommt ein Video, die Post war da. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ich denke mal morgen. Ja, mal gucken, wie ich dazu komme. Also, tschüss.